So. Ich nenne es mal, Gourmet-Hähnchen. Ja, Gourmet-Hähnchen. Schönes Hähnchenbrustfilet in portionsgerechte Stücke geschnitten. Schön ordentlich. So, und dazu kommt ein bisschen Parmesan. Seid ihr bereit? So, Parmesan, mediterranes Gold. So, fein gerieben auf meiner Zauberreibe. Ah ja, genau. Pass auf. Und dann kommt noch ein bisschen Zitronenschale von einer Bio-Zitrone. Das ist wieder ein einfaches Rezept, ein Ruckzuck-Gericht, ja. Ein Blitzrezepte-Gericht à la Christian. Und jetzt kommt noch was Scharfes. Bernd, Kameramann, folge mir. Pass auf, ich räume es wieder auf. So, das ist eine gefrorene Chili. Sehr gut. Und die, schaut mal her. Raspel Mann und Söhne. Und die kann man jetzt hier drauf raspeln. Okay? Pass auf, das ist der Tipp. Das reicht schon für die ganze Sendung. So, das Ganze muss natürlich wieder hier rein. Zack. Dass die Chili beim nächsten Mal wieder schön gefroren ist. So, dann wird das Päckchen eingewickelt. Einmal, zweimal, dreimal. Hier spielt die Musik. Einmal, zweimal, dreimal. Und? Ah, Bernd. Ja, ich glaube nicht. Nicht schlecht. Ja. So, drei Päckchen Butter in eine Pfanne. Und dann, wenn die Butter geschmolzen ist, lasse ich diese kleinen, schnuckligen, feinen Päckchen genüsslich vor sich hinbraten. Und hört, hört, weniger ist mehr. Ja, weniger ist mehr. Nicht so viel Hitze. Genügend Butter. So. So, wie geht's weiter? Man nehme eine schöne Avocado. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, schon wieder Avocado. Ja, mir egal, ich liebe Avocado. So, und die Avocado kann man jetzt mit dem Löffel so aushöhlen. Oder, wenn das zu blöd ist, so wie mir jetzt, macht es anders, die Avocado vierteln und dann kann man so vorsichtig die Pelle bzw. die Haut ablösen. Okay, das geht manchmal saugut, manchmal weniger gut. Und jetzt natürlich? Ja, ja, nee, das ist okay. Okay, passt, Achtung, hier zum Hähnchen, ich schalte mal zurück, zack, drehen. Es gibt jetzt einen Salat. Aus dieser schönen Avocado. Und die Avocado ist natürlich auch weich. Gell? Das ist jetzt keine so ein hartes Teil. Wenn ihr mal so eine ganz harte Avocado erwischt, sage ich immer wieder, nehmt die Avocado und wickelt die in Zeitungspapier. Zwei Tage auf die Fensterbank legen, dann reift die schnell nach. So, zum Dressing. Hüttenkäse. Zum Hüttenkäse. Tandoori-Paste. Und ihr müsst schauen, es gibt so Tandoori-Pasten, die sind sehr, sehr, sehr scharf. Und Tandoori-Pasten, die sind nicht so scharf. Das ist die weniger scharfe. Ein Schlückchen Essig dazu. Und idealerweise ein bisschen Salz. So, das Ganze schön vermengen. Dann kommt die Avocado rein. Es ist so eine Fusion-Küche, ja, das ist so, das kann man jetzt nicht irgendwie festmachen, aber ich finde, es ist hochmodern. Überleg mal, Tandoori, Avocado, dieser Hüttenkäse, ein bisschen Zitronensaft noch frisch gepresst. So, das ist, so funktioniert Kochen heute, ja, so funktioniert Kochen heute. Gar nicht so viel manchen, ready for take-off. So, und dann anrichten. Einen schönen Teller nehmen, vielleicht ein paar Salatblätter, frisch vom Garten. Habe ich heute noch geerntet. Ja, genau. Ja, aber so bin ich halt. Ich bin halt einfach, ja. Und dann kommt dieser Salat drauf. Ich liebe Tandoori. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn ihr Tandoori nicht kennt, dann kauft die Paste einfach mal. Die schmeckt sensationell gut, ja. Indische Küche. Und jetzt, okay, fertig. Boah. Blitzrezepte. A la Henze obendrauf. 3-to-1. Bist du bereit? So, und das letzte noch.
So, Freunde, Rezept gibt's in der Beschreibung. Beschreibung, ihr habt es gehört. Also Nachkochen ist ein Muss. Blitzrezepte à la Hänsel. Ich feiere euch für das große Feedback. Vielen, vielen, vielen Dank. Guten Appetit.